Also ich könnte immer diese Kräuter essen. Aber wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, davon Massen zu kaufen. Ehrlich gesagt hatte ich aber auch nicht bewusst danach geguckt. Also wenn das nächste Mal in der Stadt sind, sollten wir das wohl mal machen. Dass vielleicht die Katze davon was hat oder die alte Frau, wenn sie da jetzt inzwischen angekommen ist. Nix. Taktisch an Kisten vorbeirollen. Hier oben ist gar nichts, ne? Steht hier. Hurra for Jumping. Ernsthaft? Nee, ich denke nicht. Ich denke, ich falle dann da runter. Und selbst wenn ich da ankommen würde, wo die Nachricht da drüben ist, ich komme von da aus ja nicht weiter hoch. Das heißt, da hinten wird bestimmt stehen, ein guter Versuch, aber Edge oder so. Cracked Red Eye Orb, Soul of a Soldier. Okay. Das heißt, hier auf dem Dach waren einfach nur Gegner. Hier geht's wieder runter. Was haben wir hier? Versuche sie ranzulocken und dann rüber zu springen. Brauche ich gar nicht, die sind schon tot. Die habe ich weggesnipert. Kein Gegner, kein Gegner. Eine ominöse Höhle. Und Loot. Amber Herb ist gut und Green Blossom. Green Blossom war. Nee, hier. Stamina-Erholung. Ja, brauchen wir nicht wirklich. Nix, nix. Ah, hier geht's weiter. Und sogar eine Kiste. Sehr schön. Gib mir bitte endlich mal einen Zauberstab oder irgendwas von Magier. Oh, Lederrüstung, Lederhandschuhe, Lederschuhe, eine große Seele und eine Jägermütze. Und kaputte Fässer. Die Rüstung, zeig mal her. Hat hier irgendwas Besonderes? Hunter's Head. Die Jagdgöttin Evlana war gar keine Göttin, sondern nur ein sehr mutiger, sehr guter Bogenschütze. Lange nach ihrem Tod wurde die Geschichte von ihr in die einer Göttin umgewandelt. Ja, das kennt man ja auch aus dem Real Life. Also aus unserer Geschichte. Wenn irgendjemand große Taten vollbracht hat, wurden die immer weiter aufgepumpt und dann. Ne? Und eine Lederrüstung. Das wird eine ganz normale Lederrüstung sein, ja. Okay. Keine Hintergrundgeschichte für uns. Ist hier unten noch was? Hau. Nö. Und eigentlich müsste ich gar nicht hauen. Im zweiten Teil sind fast alle Geheimgänge einfach so mit A anklickbar. Das Einzige, wo ich bisher hauen musste, was ich auch gesehen habe, war bei diesem Ferris Lockstone, wo die Wand so komisch geleuchtet hatte. Illusionswand. Ist keine Illusionswand. 102 Ratings. Also ich glaube, in dem halben Jahr oder was das jetzt war. Ja, ungefähr. Ein bisschen weniger. Also kurz nach Release waren die Spiele alle wesentlich netter. Da haben Trolle 0 Rating bekommen und alle, die produktive, sinnvolle Vorschläge gepostet haben, die wurden hochgevotet. Jetzt sind anscheinend nur noch Kiddies am Spielen. Oder geistige Kiddies zumindest. Nicht schön, gar nicht schön. Bonfire lit. Noch nicht benutzt, richtig? Richtig. Das heißt, es ist noch kein Respawn. Ja. Nee. Was soll bloß aus der Jugend werden? Arschlöcher. Ganz einfach. So, ein Riese ruht in Frieden. Also seine Leiche wird von einem Baum aufgegessen. Finde ich jetzt nicht so friedvoll. Also wenn der Riese irgendwie begraben wäre und dann wächst da drauf eine Eiche, ja, aber im Körper eines Riesenbaum und nee. Nee. Jetzt scheinen wir mit. Was war das? Gerade irgendein Stampfen gehört.
Peaks? Okay. Das Gebiet hier. Ich höre schon wieder ein Stampfen. Irgendwo ist hier noch irgendwas am Leben. Aber vielleicht auf der anderen Seite von diesem Gitter, was wir nicht öffnen können, das da. Ah. Oh, das ist das Gitter von dem Gebiet, wo wir auf den Dächern rumspringen mussten. Ja, da ist nichts Wichtiges am Leben. Also das hier halten wir dann wohl auch abgeschlossen. Und ich könnte das Leuchtfeuer doch mal aktivieren. Und dann von hier wegreisen. Falsch. Hier. Aktivieren. Dann reisen wir zurück zum zweiten Punkt. Und hier wieder runter. Wow, wir können gleich abkürzen. Also ich suche jetzt die Stelle, wo es hier im Wald regulär weitergeht. Da hatten wir, glaube ich, noch... Geht's da weiter? Hier waren wir aber schon, oder? Ich glaube, ja. Weg mit ihr. Gucken wir einfach kurz rein. Ja, hier waren wir schon. Und da war die Geschichte mit dem Sprungangriff. Okay. Es gab noch den Ritter auf dem Greif, aber der ist ja weg. Oh. Au, 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 au. Ja, von beiden Seiten aufgespießt. Nicht schön. Oh, und da ist noch eine Tür. Vielleicht können wir die inzwischen auch öffnen. Und oben drauf ist Loot, den ich übersehen habe. Das geht ja mal gar nicht. Also erst Loot, dann Tür. Prioritäten und so. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Life-Gem und Heimkehrknochen. Wände sind alle Wände. Da. Ja, es geht sehr gut. Also, der Riese hat doch mehrere Funktionen gehabt. Der schaltet hier fast alles frei. Au. Au. Da geht's hoch. Kennen wir die andere Seite davon? Ich glaube nicht. Da ist ein großer freier Raum. Springen voraus, sinnlos. Das ist ein guter Tipp. Den vote ich hoch. Das habe ich schon ein paar Mal probiert. Das geht nicht. Und eine Nebelwand mit ganz vielen leuchtenden Symbolen davor. Also, Boss. Großer Seelenpfeil. Kurz nach Loot umgucken. Ja, noch ein noch drei Life-Gems. Benutze ich gleich mal. Ja. Und dann benutzen wir Life-Gems oder die Flaschen im Kampf? Ich glaube, eher die Life-Gems. Da kann man sich besser bei bewegen. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Nein, nein, ich will nicht beschwören. Nein, geh weg. Hinten. Kurz. Hinten. Was? Nebelwand voraus. Ja. Fallen voraus. Innen. Oder hinten benötigt. Okay. All diese transdimensionalen Nachrichten sind teilweise komisch. Und dich kennen wir doch, oder? Hallo Pursuer. Hallo Zylone. Er hat dezent viele Waffen auf dem Rücken. Oh, ein Schild ist nicht gut beim Zauberer. Hm? Und er kann natürlich fliegen. Das ist voll der abgefahrene Typ. Wir sind zerlumpte Magierinnen. Wie viel Schaden macht. So, roll dich. Es gab hier einen Trick. Genau, die Armbrust hier. Das heißt, wir müssen ihn. Oh, oh, oh. Erstmal hier hinlocken. Da müssten wir um ihn rumdänzeln.
und dann das Ding benutzen. Ja, okay, das will er nicht. Aber es war sehr cinematisch, wie man so schön sagt. Du willst nicht mehr... Oh. Ja, ich heile mich ja schon. Du willst nicht mit deiner Armbrust erschießen? Nix da. Ich zerhaue dir die Armbrust. Au. Ich hab irgendwie noch nicht so gut das Muster drauf. Sauber. Also mit der Stamina ist super, mit dem Ausweichen und Rollen und so weiter. Als Krieger in der schweren Rüstung war das echt übel teilweise. Also klar, man konnte blocken. Aber das ging nicht bei allen Bossen so gut. Dum, 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 dum. Oh oh. Gut, dass er nicht nachsetzt. Also er hätte öfters die Gelegenheit... Ah! Cursed. Das ist nicht so schön. Ja, Leuchterauge. Er hätte öfters die Gelegenheit gehabt, nachzusetzen und einen zweiten Schlag zu machen. Hatte aber nicht. Warum leuchtet sein Auge jetzt die ganze Zeit rot? So, Zauber. So zum Beispiel mit dem Schild nachzusetzen. Trink. Ist er jetzt irgendwie schneller geworden, dadurch, dass er uns die Seele rausgesaugt hat? Ich brauche Platz. Komm, mach irgendeinen Angriff, damit ich trinken kann. So. Ja, aber echt weh. Oh, oh. Jo. So, ich bleibe bei ihm nahe stehen, damit er... Genau. Mach deinen komischen Move, ich zauber. Hihihi. Trink! Was hast du denn für fiese Tricks drauf? Das habe ich noch nie gesehen bei dem. Also mein Kampf als Krieger gegen den war total anders und schneller. Glaube ich. Oh, Zauber sind alle. Oh, warte mal. Bam. Hey, sind sogar gut. Bam. Au. Au. Life Gem. Roll dich. Nein, 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 nein. No. Zu knapp. Viel zu knapp. Okay. Nächstes Mal. Erstmal sind wir jetzt verflucht. Das heißt, wir haben maximale Lebenspunkte verloren, was doof ist. Und zwar nicht zu knapp durch das Verfluchtsein. Genau. Dann werde ich jetzt einfach mal runtergehen. Rutsch. Zu dem Riesen. Da meine Markierung setzen. Hoffen, dass irgendjemand mich anklickt. Und dass ich dann so meine Menschlichkeit zurückbekomme. Also maximale Lebenspunkte. Und dann können wir nochmal probieren. Weil er ist gut machbar. Ich habe halt recht viel rumgehampelt. Weil ich das mit der Armbrust mal austesten wollte. So. Oh, hallo? So. So. Hier müsste das gewesen sein. Okay. Wir müssen also jetzt im Wald... Können wir dich inzwischen öffnen? Nein. Können wir dich... Nee. Das ist komisch mit der Tür hier. Obwohl, warte mal, da kann man durchgucken. Ja, ich sehe da Feuer. Eventuell bei den Feuerkröten kommt man irgendwo hier dann wieder hin. Hm. Okay. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall in diesem Gebiet bleiben. Also im Wald der gefallenen Riesen. Und solange wir hier in dem Gebiet bleiben, können wir auch herbeigerufen werden. Sobald wir uns wegporten oder das Gebiet so verlassen,
verschwindet unsere Markierung da unten.